Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich atme auf in deiner Gegenwart. Licht deiner Liebe, gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. Gibst mir Freude, die von innen kommt. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie gelingt es mir, dass ich Früchte des Glaubens in meinem Leben sehe? Wie kann das klappen, dass der Glaube wirklich Folge hat, dass Früchte des Glaubens wachsen in meinem Leben, so wie die Freude, innere Freude, ist so eine Frucht des Glaubens? Das ist die Frage, um die es heute geht. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei unserem Gottesdienst vom Roten Sofa. Dir gehört mein Lob,
Es gibt ein Wort, eine ewige Wahrheit und die Verheißung, die sich in ihm erfüllt. Einer kam, um uns zu erlösen. Es gibt ein Licht, vor dem das Dunkel fliehen muss. Ein Königreich, das nie vergehen wird. Es gibt Freiheit von allem, was uns behindert. Jesus, Jesus. Er geht auf dem Wasser. Er spricht zu dem Sturm, er steht mir im Feuer zur Seite. Er brüllt wie ein Löwe, er starb wie ein Lamm, mein Heil trägt er in seinen Händen. Jesus, ein Name trägt. Ihn ruf ich, wenn die Angst kommt. Ein Lied erklingt, es hilft mir durch die Nacht. Ein Wort von ihm lässt jeden Sturm verstummen. Jesus, Jesus. Er geht auf dem Wasser, er spricht zu dem Sturm. Er steht mir im Feuer zur Seite. Er brüllt wie ein Löwe, er starb wie ein Lamm. Mein Heil trägt er in seinen Händen. Er geht auf dem Wasser, er spricht zu dem Sturm. Er steht mir im Feuer zur Seite. Er brüllt wie ein Löwe, er starb wie ein Lamm, mein Heil trägt er in seinen Händen. Jesus, Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Und weiter, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist der Vers, über den ich nachdenken möchte mit euch und ihr Lieben. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht zu dem Vers. Und mein Vorschlag ist, ich fange mit der schlechten an und fasse mich da ganz kurz und dann kommen wir zur guten. Die schlechte Nachricht ist, ohne Jesus bist du verloren. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Es geht ja nicht um irgendwas heute, sondern es geht um die Früchte des Glaubens. Es geht also darum, dass sich in deinem und meinem Leben wirklich was verändert durch unseren Glauben. Paulus hat diese Früchte des Glaubens oder Früchte des Heiligen Geistes, wie er sagt, mal aufgezählt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung zählt er auf, ganz ohne Anspruch auf Vollzähligkeit. Es geht also darum, wie wir durch den Charakter von Jesus, durch seine Freundlichkeit und Güte und Freude und Liebe und Treue geprägt werden. Und da gilt eben tatsächlich, ohne Jesus bist du verloren. Du kannst dich noch so sehr bemühen, ein freundlicher, gütiger, friedliebender oder geduldiger Mensch zu sein, wenn Jesus dir nicht hilft, dann wird das nichts. Dann kommt einer und provoziert dich und schwupps ist es mit deiner Freundlichkeit und Güte schon wieder Essig. Die Früchte des Glaubens, die sind eben keine Verhaltensweisen, die man üben und trainieren kann, wie Fußballspielen oder Liegestütze oder so, sondern die Früchte des Glaubens sind Charaktereigenschaften. Und auf unseren Charakter haben wir eben nur sehr begrenzt Einfluss. Also, das ist die schlechte Nachricht. Ohne Jesus
können wir an unserem Charakter kaum etwas tun und werden darum die Früchte des Glaubens nicht wachsen sehen können. Aber jetzt die gute Nachricht. Jesus sagt mit diesem Vers, es gibt eben doch einen Weg, auf dem wir unseren Charakter tatsächlich beeinflussen können, damit wir Jesus ähnlicher werden, damit wir geduldiger werden, freier, fröhlicher, freundlicher, beherrschter. Und dieser eine Weg, auf dem das möglich ist, der heißt in Jesus leben. Mit ihm fest verbunden leben. Wer in mir bleibt, sagt Jesus, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus vergleicht das mit einem Weinstock und den Reben. Weinstock und Reben sind fest miteinander verbunden. Und wenn man die Reben vom Weinstock trennt, dann vertrocknen sie, dann gehen sie kaputt. Aber in der Verbindung mit dem Weinstock, da kriegen die Reben alles, was sie zum Wachsen brauchen. Der Weinstock versorgt sie mit Saft und Kraft und Nahrung, sodass reiche Frucht wachsen kann, im besten Fall richtig guter Wein. Und genauso, sagt Jesus, genauso funktioniert das auch mit ihm und mit uns und mit den Früchten des Glaubens, also mit unserem Jesus-ähnlichen Charakter. Die Früchte des Glaubens können wachsen und sie werden wachsen, wenn wir als Reben mit unserem Weinstock, mit Jesus ganz eng verbunden sind. Weil Jesus uns dann versorgt mit allem, was wir zum Wachsen der Frucht brauchen, mit Energie und Kraft und Lust und Disziplin und Fantasie und guten Ideen und all dem. Das ist die gute Nachricht aus Johannes 15. Es gibt einen Weg, auf dem du deinen Charakter beeinflussen kannst. Es gibt einen Weg, auf dem dein Charakter die Eigenschaften des Charakters von Jesus annehmen kann. Und dieser Weg besteht nicht darin, dass du dich anstrengst und mehr anstrengst und noch mehr anstrengst. Das macht dich höchstens krank, aber nicht Jesus-ähnlicher. Nein, dieser Weg besteht darin, dass du nichts weiter tust, als ganz eng an Jesus zu leben. Du in ihm und er in dir. Zum Beispiel, indem du dich viel mit ihm beschäftigst, damit, wer er ist und wie er lebt und was er lehrt, indem du in den Evangelien liest. Oder indem du dir regelmäßig Zeit nimmst zum Beten. Mir persönlich hilft das Jesusgebet oder Ruhegebet, nah bei Jesus zu sein und vor allem der Lobpreis. Und wenn wir das tun, sagt Jesus in Johannes 15, wenn wir nah bei Jesus sind und eng mit ihm verbunden leben, dann kann er uns und unseren Charakter tatsächlich prägen. Er kann uns verändern und er kann Früchte des Glaubens wachsen lassen in unserem Leben und seine Eigenschaften, Charaktereigenschaften aufprägen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und vieles mehr. Dass du diesen Weg, auf dem Jesus dein Leben ohne Kampf und ohne Krampf verändern kann, dass du diesen Weg für dich entdeckst oder wieder neu entdeckst, das wünsche ich dir von Herzen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir sehnen uns so sehr nach Früchten des Glaubens in unserem Leben. Wir sehnen uns so sehr danach, veränderte Menschen zu sein, Menschen, denen man ihre Liebe und Freundlichkeit und Güte abspürt. Und doch wissen wir zugleich aus eigener Erfahrung, dass wir das nicht werden, indem wir uns noch so viel Mühe geben. Aber du kannst durch deinen Geist uns verändern von innen heraus. Und darum halten wir uns dir hin. Nimm du uns, verändere uns, gestalte uns neu und mach uns Jesus ähnlicher. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
In den meisten unserer Lieder, da sprechen wir zu Jesus oder sprechen zu Gott. Unsere Lieder sind gesungene Gebete. Aber es gibt manche Lieder, da spricht auch Gott zu uns. Und so zu diesen Liedern gehört das nächste Lied, das ich mit euch singen möchte. Hab keine Angst. Schon wieder, ihr Lieben. Es hat mir richtig Spaß gemacht mit euch und ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und jetzt kommt noch ein Nachspiel. In this world, be a happy world. May the sun be warm and may the skies be blue. May the storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. As you make your way through this old world of ours, as you see the beauty of the morning dew, as you smell the summer flowers, as you pass away the hours, may the saints and Savior watch over you. Your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the skies be blue.
May the storm that comes your way clear the air for brighter day. May the saints and Savior watch over you. As you spend your time with your friends and your family, as you feel the warmth and love they have for you, as you see the wars and hate and the others rainy day, may the saints and Savior watch over you. May your life in this world be a happy one. May the sun be warm and may the skies be blue. May the storm that comes your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you. May the storms that come your way clear the air for a brighter day. May the saints and Savior watch over you.